Hallo und herzlich willkommen, liebe Barbaren, hier bei einem kleinen Abendströmchen am Samstagabend der Gamescom. heute mal das Spiel Limbo. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe es noch nie gespielt. Wir werden es gemeinsam rausfinden. Ist auf jeden Fall wieder eins von diesen kleinen Indie-Games, oder ich weiß gar nicht, ob klein oder groß. Manchmal sind ja auch was größer. Wie zum Beispiel Ether One. Es hat sich herausgestellt, dass Ether One ja auch ziemlich groß ist. Dazu noch kurz, ich habe es heute nicht gespielt oder heute auch nicht gestreamt, weil ich brauche davon erstmal, glaube ich, eine Woche Pause, weil sonst laufe ich da immer irgendwie 5 Stunden durch die Gegend und komme ungefähr so 2 Schritte weiter. Deswegen, da mal gucken. Auf jeden Fall heute Limbo und oder Limbo. Mal schauen, was das ist. Ich drücke jetzt mal beliebige Taste. Hier, beliebige Taste. Es nicht. Ich drück mal irgendwas. Oh, scheiße. Gestern schon wieder zu viel gesoffen, ey. Oh, wo bin ich? Verdammt. Schon wieder verlaufen. Mist. Ich ein Schädel. So, wir sind also ein kleiner Junge mit leuchtenden Augen. Was gibt's denn hier? Normalerweise geht's immer nach rechts. Ich laufe jetzt nach links und zermatsch dabei ein irgendwas. Ja, wunderbar. Fängt ja gut an. Dazu muss ich dazu sagen, ich habe das eben schon mal ganz kurz angefangen, das Spiel nur um zu gucken, wie es so aussieht. Und da bin ich auch direkt nach links gelaufen, habe eine Trophäe dafür bekommen, dass ich da hingelaufen bin und das Eider oder was auch immer das war zermatscht habe. Naja. Ist ein bisschen düster hier, oder? Hallo. Yay. Man nennt mich auch Tony Hawk. Nee, wie heißen die? Kelly Slater? Ich weiß es nicht genau, wie die ganzen Sportler da heißen. Oh. Okay. Aha. Okay. Keine Steuerungserklärung, es geht einfach los. Apropos, dabei fällt mir ein, wie sieht das mit dem Sound aus? Ach so, so wird gespielt. Ja, das finden wir schon raus. Okay, Ton kann man nicht lauter stellen. Ich meine, er kommt auch gerade nicht viel Sound drüber. Also von daher ist das eigentlich auch wurscht. Sind wir und was tun wir hier? Oh, nein, nicht absaufen. Ich kann nicht, kann ich schwimmen? Hallo? Ich kann scheinbar nicht schwimmen. Ups. Schönen guten Abend. So, diesmal rüberspringen, nicht reinspringen. So, wunderbar. Warum sind die Indie-Games eigentlich alle immer schwarz-weiß? Ist das irgendwie so ein Kunstding oder so? Ich weiß es nicht. Also, das Unfinished Swan ist ja auch viel mit schwarz-weiß. Jetzt haben wir hier Limbo mit schwarz-weiß. Okay, so viele sind es auch wieder nicht. Ja. Es fühlt sich nur so an. Die Frage ist, was tun wir hier? Also, wer sind wir? Ich bin Captain Jack Sparrow. Pass auf, wenn das jetzt gleich untergeht. Nein, das Boot wird bestimmt nicht untergehen.
Okay. Also hochspringen können wir jetzt auch nicht wirklich. Ah, Moment, das kann man bestimmt. Aha. Da hängt ja so ein Reitspügel dran oder was das ist. Okay. So, hier hoch und da hoch. Und jetzt? Ah, hier kann man hochklettern. Alter, das ist ja voll der Tarzan-Junge hier. Der hat's ja richtig drauf. Okay, ich werde mich jetzt mal versuchen, in die Stimmung des Spiels einzufinden. Bin ein kleiner Junge im Wald. Hallo? Der böse Onkel hat mich im Wald alleine gelassen. Oh, was haben wir denn da auf dem Boden? Das sieht aber, ob man da einfach so reintreten kann. Aua! Oh mein Gott, an wie viel ist das Spiel? Ich weiß es nicht. Moment, also ich kann ja jetzt, das sind ja jetzt direkt zwei hintereinander. Ich weiß gar nicht, ob wir so weit springen können. Ich glaube nicht. Oh Mann, okay, wie kommen wir denn da jetzt durch? Können wir da vielleicht irgendwie. Ah, okay, wir können die auseinanderziehen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Warte mal, vielleicht noch weiter. Besser noch ein Stück weiter. Dass wir gleich genug Anlauf haben. Geronimo! Oh, das ist ja übelst. Wie gemein einfach nur. Was ist das? Das sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Hallo, Bienen! Hallo! Oh. Oh nein, oh. Boah, jetzt ist fast schon wieder vorbei gewesen. Das ist ja voll fies. Ich leg das mal dahin. Ich weiß nicht, wieso ich das tue, aber wir tun es einfach mal. Oh, Alter. Alter, wo sind wir denn hier und was ist das mit? Oh, das ist ja voll gemein. Aber lustig ist das auch irgendwie. Okay, wir können nicht schwimmen, ne? Also ist das da Wasser? Oh, was kommt denn da runtergerollt? Das gar nicht wissen. Oh Gott! Ich traue dem Spiel überhaupt nicht mehr gerade, ernsthaft nicht. Ich traue diesem Spiel überhaupt nicht mehr. Ich habe das Vertrauen verloren. Oh, du kannst doch nicht schwimmen, Junge. Okay, warte. Nee. Jetzt aber. Jetzt aber. Nein! Ah! Okay, ich muss es erst noch ein Stück weiter wegschieben, bevor ich mich da drauf wage, glaube ich. Das ist ja großartig. Ach so, ich kann mich daran festhalten und dann schwimmen? Eventuell? Nein, geht auch nicht. Okay. Dann müssen wir mal gucken. Was ist denn das mit den Fliegen? Sauf halt ab, Junge.
Was können wir denn? Wir können nur ziehen und schieben. Guck jetzt mal, wie weit ich das reinschieben kann. Es kommt aber immer wieder zurück. Ich bin verwirrt. Ah, nein, nicht schon wieder. Wie komme ich denn darüber? Also lebend, meine ich jetzt. Jemand irgendwie eine Idee oder so vielleicht? Warte mal, wenn ich das rausziehe. Können wir dann, vielleicht ist es gar nicht da rein, sondern vielleicht muss es ja raus. Können wir damit hier irgendwas anfangen vielleicht? Was ist denn das da oben? Oha, das Spiel ist so gemein. So, nein. Oh. Okay, Moment. Vielleicht einfach schwingen? Ich sag ja, das ist voll der Tarzan, Junge. Spring! Puh. Okay, also wo Fliegen sind, das ist schon mal kein gutes Zeichen, scheint mir. Okay, das hat sich gut angehört. Das hat sich angehört, als würde jetzt der links im Fluss liegen. Was kann man da? Kann man da hinspringen? Ja, da ist noch was. Ah, warte mal. Müssen wir wieder schwingen hier? Wie ich Tarzan, du Jane? Schöne Höhe ist die Trophäe, die ich gerade freigeschaltet habe. Weißt du, das ist auch so ein bisschen so ein kleiner Assi-Junge, ne? Der verirrt sich im Wald und dann macht er einfach Eier kaputt von irgendwelchen Vögeln. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es hier nette Vögel gibt. Also, ich weiß nicht. So, den nehme ich wieder mit. Oder auch nicht. Ja, genau, einen ganzen Baumstamm kann der Junge schieben. Ist ja der Held. So. Ich glaube, den Kasten brauchen wir doch nochmal. Ich möchte ihn nicht missen. Es ist mein Kasten. Können wir beides gleichzeitig schieben? Ja, das geht. So. Jetzt auf den Kasten, auf den Baumstamm und dann rüber. Juhu! Keine Bären fallen? Uh-oh. Was ist denn das da oben? Da ist eine Bärenfalle auf einem Ast drauf. Ich vertraue der Sache nicht. Schnell vorbei. Ist ja eklig. Nein, ich will hier weg, geh weg, geht's, Alter. Nee. Nee, nee, du, das ist kein Spiel für mich. Ich will das nicht spielen. Ich will hier weg. Habt geht ja gar nicht. Alter, habt ihr die Beine gesehen? Wie ekelhaft. Nein, das ist bestimmt die Spinne aus dem Bananenvideo, ey. Oh, Igitt. Wieso muss es immer eine Spinne sein? Ich verstehe das nicht. Hallo? Schnuffi-Putzi! Hallo! Oh Gott! Oh Gott! Ich will da nicht hin! Ich kann da nicht hin! Das ist voll eklig! Hallo! Ich gehe da nicht hin! Ich bin eigentlich verrückt! Obwohl ich auf der anderen Seite wissen will, was passiert, wenn ich da hingehe. Schnuffi-Putzi! Schnuppelchen! Friss mich nicht! Bitte nicht! Oha. Hallo! Du Ekel! Oh! Nein, nein, schnell aufstehen! Komm, steh auf! ich meine natürlich, das ist ja furchtbar!
Gut. So viel dazu. Und jetzt? Können wir hier irgendwas machen? Kommen wir da an diesem Riesenvieh vorbei? Nee, da gibt es keine Möglichkeit mehr, dahin zu gehen. Wenn wir uns vielleicht an so einem Beinchen festhalten? Boah, Alter, ey, wieso so eine Spinne? Warum? Da oben dran kommt man aber auch nicht. Es muss ja irgendwie was hier sein. Guten Tag, Sir. Ich bräuchte mal Ihre Hilfe. Hallo? Ja? Genau. Komm her. Ja, Schnuppi, Putzi, 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 Putzi. Jetzt. Oh, ich glaube, da ist was gefallen. Ja, jetzt können wir nämlich. Das ist ja wunderbar. Ich habe hier ein Geschenk für dich, Mr. Schnuffi Putzi. Selbst gemacht. Guck mal. Oh, das war. So. Ah, okay. Oh, das ist ja eine super Falle. Verdammt. Zu früh gefreut. Okay, Moment. Das war Absicht. Ein bisschen. So. Ah, jetzt. Ach, komm schon. So, jetzt muss ich aufpassen, dass der letzte mich nicht erwischt. Ja, genau. Hättest du wohl gerne. Das Ding auf mich zeigt. Haha. So, kann ich da jetzt durch, ohne dass das Vieh mich aufspießt? Hauptsache, meine Augen leuchten, ey. Im Dunkeln. Was ist das hier? Was liegt da? Das sieht mir irgendwie. Und vor allem hier da hinten sind Spinnenweben. Ich glaube, ich habe mir das falsche Spiel ausgesucht, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Warum Spinnen? Oh, ich steck fest. Ich steck fest. Oh mein Gott, ich steck fest. Oh! Ist das eklig? Ich will hier raus. Ich glaube, ich bin tot. Dankeschön. Kannst du mich jetzt runterlassen, vielleicht? Wäre dir sehr dankbar, wenn du mich runterlassen würdest. Ist ja wie bei Herr der Ringe. Ja, das sieht aber schön aus. Das nenne ich mal Deko. La la la, lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Ich will hier raus. So, weiter geht's. Oh mein Gott, ey. Ich glaube,
Schaffen wir das? Nein. Ah, verdammt. Das, das einzige Spiel, in dem man eine Spermie spielt. Also, soweit ich weiß. Oh, verdammt. Kann ich wahr sein? Können wir uns denn nicht irgendwie erstmal das Zeug abmachen? Irgendwie. Ah, okay, alles klar. Man kann. Oh, nein, nicht schon wieder. Verdammt. Man kann irgendwie weiterspringen. Da muss ich jetzt so ein bisschen näher ran. So, jetzt aber nochmal.